Ich liege im Bett und ich grummle ganz laut. Die Mutti, die hat doch eine Macke, die Braut. Die ruft mich immer so schnell nach Hause. Dabei ist morgen noch gar nicht der Nikolause. Ich kann noch ausschlafen, ich habe gar keine Schule hier draußen. Ich kann hier herumtollen und den ganzen Tag schmausen. Ich esse nur Schnee und trinke nur Wasser. Von Tag zu Tag werde ich dünner und blasser. Ich bin der Marvin ohne Handschuh gar. Ich habe eine Mütze auf und darum, weil ich habe schütteres Haar. So rum. So, am nächsten Tag schnappen wir uns den Schnitten. Er wird sogleich in den Wald reingeritten. Die Hügel hinab. Ich schau mal kurz hier. 67 von 69. Das ändern wir. Du und ich jetzt sofort hier an diesem verschneiten Ort. Ich schaue mal in die Zweige hoch droben. Irgendwo, wo die Schneewinde stoben. Dort haben wir sie jetzt gefunden. Die Flöcklein. Wegen deren Gründen wir hier noch nicht alles hatten. Doch jetzt fehlen hier 7 und werfen einen Schatten auf unser bezauberndes Resümee beim Sammeln im Alltag von schmelzendem Schnee. Ein Vogel, den kennen wir, der sitzt hier wohl oft. Nur dieses Mal war es unverhofft. Hier oben, da war noch... War das nicht hier? So, die haben wir alle. Ich glaube, jawohl. Der Marvin, der ist ja wohl gar nicht so hohl. Der hat es geschafft. Der kleine Trickbetrüger. Und dort ist noch ein Flöcklein, das ist ihm wohl über, aber jetzt haben wir es. Und wie viele Flocken fehlen hier noch? Es sind nur noch 3, die kriegen wir doch. Dann haben wir bald über ein Häkchen heran. Und der Marvin wird erwachsen vom Kinde zum Mann. Ich weiß nicht warum, aber es wird sicherlich Gründe haben. Und hier sind die 3, an denen wir uns laben. So, 48 von 48 im nächsten Screen. Da zieht es uns hin. Ich weiß nicht, wie viele uns dort noch fehlen. Aber das können wir jetzt ja mal zählen. Es sind nur noch 2. Die sollten wohl machbar sein. Jetzt weiß ich nur nicht. Wenn wir die finden, lade ich Marvin in die Nacktbar ein. Das geht natürlich nicht. Er ist viel zu jung für diese Art der Unterhaltung. Ich frage mich, lieber Herr Fuchs, sag mir mal, wo die Flocken sind und sag es mir Flux. Ich will dich nicht erpressen, doch ich weiß, wo du wohnst und deine Familie würde ich gerne verschonen. Drum sage es mir zum christlichen Fest. Ich mag es nämlich nicht, wenn man mich erpresst. Mit wichtigen Informationen, die man mir vorenthält. Du kannst sie nicht freikaufen. Ich brauche kein Geld. Ich brauche nur Schneeflocken, die hier überall wachsen. Sag's mir lieber schnell. Sonst geht's an die Haxen. Deiner Familie. Die Familie Fuchs. Und dann lege ich sie vorsichtig zum beinlosen Luchs. Den habe ich schon aufgesammelt. Ich muss, glaube ich, da oben hin. Jetzt hört es aber auf mit diesen weihnachtlichen Gedichten, das ist ja furchtbar. Der Schnee färbt sich rot, rot wie die Liebe. Der Fuchs hat nichts gesagt, darum gab es Liebe. So. Hui. So, haben wir hier vielleicht was übersehen? Und wenn, dann war es natürlich ein Versehen. So, hier sehe ich nichts da. Hüpfe ich weiter und hier wäre es ganz schön, ich hätte eine Leiter, aber leider ist da oben auch nichts mehr. Hey, da waren die noch, das war ja nicht schwer. Jetzt haben wir alle Flocken beisammen. Dann gehe ich jetzt saufen, rüber zu Brammen. So, wie viel fehlen hier noch? 39 von 47 im Elfcamp, da, das muss, also das ist doch leicht. Die Flocken, die haben wir vorher nicht erreicht, aber jetzt sollte es gehen. Ich bin zuversichtlich. Nee, da oben. Ich sehe das Licht nicht.
Ah, schon wieder im Wolkenreich. Ja. 6 Stück. Na, sag das doch gleich. Und hier drüben, da sind noch 2 auf einer weiteren Wolk. So, fast wie Himmelsgold. Eine einzige fehlt uns noch. Ist hier oben? Dann sag es mir doch. Ich sehe es nicht. Hier drüben, die Wolke, da können wir nicht drauf. Die ist nur aus Molke. Was? Wenn du sie siehst, dann sag Bescheid. Ich zieh sie mir rein, bevor sie laut schreit. Da unten die Elfe sieht aus wie eine Ente. Sie bewegt sich dort auf verbotenem Gelände. So, 47 von 47, das ist ja famos. Da ziehe ich gleich weiter, die Freude ist groß. Yeah! Au, ich hätte vielleicht nicht springen sollen mit dem Schlitten, das war natürlich doof. Aber was willst du machen? So. Ohne Diplom, so höret ihr Kinder, kommt ihr mit dem Schlitten nicht über den Winter. So. Wie viele fehlen hier? 6 und eine einzige fehlte noch. Dann die sollen wir wohl kriegen. Hört zu, kleine Flocke, ich werde obsiegen. Dort drüben, da sehe ich eine Wolke sogleich. Und dort, vielleicht im Himmelsreich, da ist leider nichts. Da drüben vielleicht. Auch hier waren wir bereits. Eben gerade war ich optimistischer. Oh, hier, da ist sie. Jetzt haben wir 37 von 37. Fantastorös. So, Train Track, 37 von 37. Das heißt, wir haben den ganzen Weg jetzt hier runter alles vervollständigt. Und dann, yeah, inzwischen können wir weit springen. Das will uns wohl gelingen. So, da düse ich mal nicht mit dem Schlitten weiter. Sondern zu Fuß, wie ein Gefreiter. 2 Stück fehlen uns hier im Branschen Wood. Die sammle ich jetzt oder mach mir einen Dutt. Ich springe so hoch bis in die Wolken hinauf. Doch da oben, da gehe ich eher drauf, als dass ich Schneeflocken finde. Notfalls kratze ich beim Baum die Rinde. Aber da oben, da ist ja nichts mehr. Drum schaue ich mal hier drüben her. Doch hier ist nichts, das stelle ich gerade fest. Und wenn du noch guckst, dann dir frohes Fest. Oh, da haben wir gerade den Luchs verjagt. Aber das macht nichts, weil der das gern mag. Ich glaube, die Flock wird wohl da unten noch sein. Doch wie komme ich da nochmal unverhofft rein? Hier drüben, da lesen wir nur Enzyklopädie und was Neues erfahren wir da leider nie. Darum gehe ich rüber in den nächsten Schirm des Bildes. Und schau mal, dass ich... Wie viel fehlen hier noch? 4 Stück. Da oben, da sehe ich... Ja, jetzt, ich will ja, ich will keinen Kakao. Es sei denn, das hilft mir gegen die Frau, die sich Mutter schimpft und uns ständig ruft. Na, das war ja schlecht. Da kocht mir das Blut. Was ist denn los? Ich kann ja gar nichts mehr. Ich glaube, der ganze Schnee erwiege zu schwer. So, Gott sei Dank hat das jetzt mal geklappt. Sonst hätte ich mich ja gleich zum Affen gemacht. So, hier noch hinauf. Und da auf den Zweig, da sehe ich hier oben bis nach Braunschweig. Da hinten das Haus, das könnte Gifhorn sein. Es sieht aus wie der Bahnhof. Ganz schüchtern und klein. Komme ich hier oben? Ja, da komme ich jetzt rauf. So. Und eine Schneeflock, die gebe ich nicht auf. 2 Stück, die fehlen uns jetzt tatsächlich noch. Doch wo die sind... Da oben, da geht es auch noch ins Geäst. Da halte ich mich gerne an den Zweigen ganz fest. Doch ob ich da hinkomme, das weiß ich nicht. Ich glaube, das bringt mich aus dem Gleichgewicht.
Tatsächlich glaube ich, da oben, da sind die zwei, die wir suchen. Doch da jetzt raufzukommen, ich glaube, das bringt statt Freude nur Fluchen. Ja, da haben wir ihn wieder mit seinem Elfengebräu. Den spreche ich nicht an, ich bin heute mal scheu. Ich springe hier auf die Äste empor und schaue mal. Aber ich komme hier nicht weiter. Rief er da, gar nicht so heiter. Er würde gern auf das Bäumlein da droben, aber da kommt er nicht ganz nach oben. Und wenn er hier nach rechts springt, das will auch nicht fruchten. Außer, dass die Eule verschreckt, aber wer will mich dafür einbuchten? Polizei gibt's hier draußen ja schließlich auch keine. Deswegen ist die Mutti hier hingezogen. Du weißt, was ich meine. Sie ist nämlich in Wahrheit Verbrecherin. Und hat schon 50 Narben am Kinn. Eine einzige Schneeflocke fehlt uns hier noch. Ich weiß nicht, wo sie ist, oder weiß ich es doch? Ich glaube leider nein. Sie könnte überall sein. Und die Welt ist so groß und wir selbst sind so klein. Nein, die Mutti ruft gleich wieder. Ach, die Mutter, die ist so anstrengend immer. Die schickt uns ohne Abendessen und Getränk aufs Zimmer. Die ist voll streng. Mir glaubt es nur niemand. Mir glaubt es nur keiner. Außer ihr Mann. Und der heißt ja Rainer. Kalmund. Und isst unser Abendessen für uns auf. Ja, natürlich. Der schnarcht heute, der hat Schnupfen. Der Marvin, er träumt heute ganz sonderbar von einem Haus, na das ist doch klar. Und von dem Vogel, den er neulich gesehen. Und natürlich auch von dem Elfen, die vor ihren Häuserchen stehen. Und von Elfen, die vor ihren Häuserchen stehen. Und von einem dicken Erdbohrer, mit dem konnte er sich drehen. So wie der Typ mit der Schaufel. So, ich frage mich, ob das Spiel echt erst durch ist, wenn wir alle Schneeflocken haben. Na, Glückwunsch. Das kann ein bisschen dauern. Ich frage mich, wie lange wir hier noch durchpowern. Hallo Elfen, ihr blödes Gesocks. Checkt mein Fahrzeug. Es ist ein Jaguar. Warte. Brownshoot 39, hier bleibe ich stehen. Jetzt sind wir im Untergrund. Yeah, that's real underground. What's up? This is Marv. We're checking out right now the underground. You know what I'm saying? Yeah, let's check out. We got some snowflakes hanging around. We don't want to go upside. Up there, it's just commerce. And we don't want to go commercial, you know what I mean? You know what I'm saying? So let's check out. We gotta see some snowflakes down here. They gotta be the illest. They're the illest, man. I'm telling you. Because I can find them. They gotta be here somewhere, but I want you missing. Two pieces I'm missing, so I don't know where they are. I really don't know. But you gotta check it out, maybe. Maybe. There's nothing underground. There's nothing underground for us. So we gotta get them. We gotta get to the light. We gotta get outside the cave. Get outside the cave in our heads, you know what I'm saying? Because half of our lives, we don't use our brains and just have them rot in our skull. Yeah, Merry Christmas and Happy New Year, y'all. So. He, MC. Okay, jetzt reicht's aber. Hier, oh, da oben, da sind die zwei beiden. Ich hab's genau gewusst, ich kann die nicht leiden, denn wie komme ich da jetzt als kleiner Marvin nur hin? Ich sehe ihn hier hinten ja auch nicht richtig springen. Da drüben, da können wir auch noch drauf. Und dann nimmt das Schicksal hoffentlich seinen Lauf. Ich hoffe, wir kommen. Ja! 39 von der 39. So muss es sein. Und der Marvin hat nicht mal einen Führerschein. So. Dann düsen wir rüber in die nächste Karte sogleich. Und hier fehlen auch zwei. Doch die sind unerreicht. Ich weiß nicht genau, wo die hier sein könnten. Es waren doch die zwei beiden oben auf dem Ast. Die Probönten. Ich weiß nicht genau, was Probönten sind, aber
Es wird sicherlich was Tolles sein, was sich total gut reimt. Ich gehe nach unten und schaue mal hier, vielleicht... Aber das glaube ich nicht. Nein, hier sind keine. Ich glaube, wir haben hier schon alles abgesucht und haben oft genug schon alles verflucht, weil hier unten auch keine Schneeflocken sind. Und dass das so ist, das weiß jedes Kind, außer uns. Deswegen gucken wir nochmal. Aber alles, was wir finden... nichts. Hui! Hier ist ja wirklich gar nichts mehr. Da oben vielleicht, aber ich glaube, nein, da könnten vielleicht noch Schneeflocken sein, aber ich glaube, wir gehen mal lieber hier unten lang und folgen dem Licht. Zu Frutzenfalls, 47 von 48. Ein Schneeflock fehlt hier noch. Doch ich weiß nicht woher. Könnte es hier sein? Mein Begehr ist auf jeden Fall, diese Schneeflock zu finden. Ich habe schon so viel auf Finden. Ich habe schon. Oh, guck mal. Ach, guck mal, hier schmilzt alles. Das ist ja süß. Ich würde gerne die Schneeflocke finden. Ich sage immer so viel mit Finden. Ich glaube, hier das Eis könnte auch noch schmelzen. Aber dazu bräuchte man natürlich eine Fackel und die haben wir nicht. Nur eine Jackel. Jacke. Im Hintergrund übrigens der Berg von Sierra Online. Wir sind also in den Sierra Mountains. Ja, der Vogel. Ich weiß. Da oben, da war noch eine Flocke. Aber die hatten wir ja schon, die alte Socke. Jetzt müssen wir uns merken, Frozen Falls, da waren wir schon unten. Nee, oben. Wenn wir hier alles abgesucht haben. Da oben ist die Flocke. Yeah, 48 von 48. Dann brauchen wir nur noch in dem Mittelding. Und ansonsten haben wir nur noch... Ja, wir haben nicht mehr so viel vor uns, wie ich gerade sehe. Doch, die Flocken da alle zu finden. Da fehlt mir die Nähe. Slippy Lake, 0 von 35. Ich glaube, wir waren hier noch gar nicht so recht. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt hier brecht, weil wir noch keine Flocken hier haben. Naja, außer die zwei. Den Rest haben die Raben. Die bringe ich um, die Raben. So, huch. Hier oben zieht es ja wie Hechtsuppe. Doch ich habe gesehen, da sah ich gerade ein Flöckelein stehen. Wie ätzend, diese Flocke zu treffen. Jetzt habe ich sie. Ihr Name ist Steffen. Hatte ich schon mal. Ja, es tut mir leid. Quick, 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 quick. Boah, das ist aber echt ätzend mit dem Wind jetzt da oben. Ich weiß nicht genau, soll ich die Stelle loben? Weil da oben sind ganz viele Schneeflöckeleien und da komme ich nicht hin. Ich bin viel zu klein. Vielleicht, was sind denn das für alles für rote Flusen? Ich hoffe, die muss ich nicht suchen. Wie bei Ikitusen. Was? Keine Ahnung. So, ich drücke X. Verrate mir was. So, ein lecker Kakao, den lasse ich mir schmecken. Doch jetzt sag mir schnell, ums Verrecken, was... Was steht denn heute in der Elfzyklopädie? Ich bin heute gespannt, wie noch nie. Schneeschlösser. Auch wenn sie meist unsichtbar sind, du sie oft mit deinem... mit deinen Fäustlingen findest. Mit deinen Handschuhen sozusagen. Wenn du dich ihnen näherst, dann siehst du ein Glühen und fühlst die Magie. Meistens... aus dem Süden des Schnees. Mit Handschuhmagie ist es kein Problem, ein Schneeschlösslein in Bälde zu sehen. So, ja, gut, dass wir die Enzyklopädie, die Elfzyklopädie haben, die uns mit solch wichtigem Wissen versorgt. Ich habe es mir eben mal kurz ausgeborgt. Das Gute an Wissen, das weiß man oft nicht, ist, dass es nämlich, nicht verschwindet, wenn man es weitergibt. Ist wie ein Lächeln. Es verschwindet nicht, wenn man es weitergibt. Man kann es einfach teilen. Wissen ist quasi wie eine Raubkopie. Deswegen will der Staat nicht, dass wir zu viel wissen. Denn das ist illegal. Huch. So, hier? Ja. Alright. Alrighty then. Okay, das haben wir. Hier haben wir auch.
8 von 35. Heilige Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich hier noch so viele finden soll. Uff. Ich weiß gar nicht, wo kann es denn hier noch so viele geben? Nix. Ein Schlösslein. Hahaha. Es tut sich erheben. Ein riesiges Schloss aus Schnee. Und neue Flocken, die ich da sehe. Na, das ist ja mal ein Geschenk zum Fest. Huch. Es zieht mich nach oben, weil es mich nicht lässt.